Ein Gesetz, das das Rauchen vertrockneter Blätter aus medizinischen Gründen erlaubt. Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass man damit Pluspunkte bei einigen Leuten sammeln kann. Bei bestimmt 70% der Bevölkerung. So, Respekt für schwangere Elfen? Ein Gesetz, das vorschreibt, dass jeder schwangere Elfen mit Respekt behandeln muss. Man darf ihnen zum Beispiel nicht mit Äxten die Köpfe abschlagen. Das ist sehr gut, das werden wir gleich draußen vorzeigen. Heirat nur aus Liebe. Laut diesem Gesetz dürfen zwei Leute heiraten, wenn sie sich lieben. Egal, wer sie sind. Und niemand darf zu einer Heirat ohne Liebe gezwungen werden. Ach, wie schön. Sollte beides eigentlich selbstverständlich sein. Hast du recht, ist es aber oftmals nicht. Verbot von magischen Medaillons. Laut diesem Gesetz ist es ab sofort verboten, magische Schutzmedaillons zu tragen. Zuwiderhandlungen werden hart bestraft. Gut, dann haben wir die Gesetze durchgeprügelt. Halt, wir gucken uns mal ganz kurz hier an. Hier, da. Frosch. Na? Das Glas ist mit schweren, mutmaßlich magischen Ketten am Schrank festgekettet. Ich frage mich, ob... Aha. Das war ja schlau. Erzmagier Alistair? Geht es Ihnen gut? Ich verstehe nicht. Blinzeln Sie einmal für Ja und zweimal für Nein. Was bedeutet kein Blinzeln? Moment, können Frösche überhaupt blinzeln? Ich denke, wir müssen das später klären. Ich bringe Sie hier raus. Die haben das Glas festgekettet, aber nicht den Deckel. Das ist einfach... Alter, wie sieht denn der Frosch aus? Wer malt denn so eine Kreatur? Das ist ja furchtbar. Keine Ahnung, ob da wirklich noch der Erzmagier drin steckt. Der Frosch sieht aus wie ein Frosch und er verhält sich auch so. Naja, wir werden es herausfinden müssen. Und apropos herausfinden, wir finden uns selbst mal aus der Tür heraus. In Ordnung, Butterblume. Du musst jetzt ganz leise sein. Ob das funktioniert? Nein, leise. Ob das funktioniert? Also schön, gehen wir. Wir haben doch ein super Gesetz. Da kann der Troll doch nichts mehr machen. So, da ist die Butter... Ich hab leise gesagt, Butterblume. Ja. Nein, der Troll war nicht dein Freund. Er wollte uns umbringen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht nur spielen wollte, als er auf uns eingehackt hat. Wie dem auch sei, Erzmagier Alistair ist in Sicherheit. Sobald Wilbur Remy befreit hat und weiß, wie wir den Stab zerstören können, sollten wir so schnell wie möglich aufbrechen. Der Morgen naht und aller Wahrscheinlichkeit nach wird dieser Tag die Rückkehr einer sehr, sehr frustrierten Ratsvorsitzenden sehen. Das stimmt. Wir gehen nochmal ganz kurz zum Troll, weil wir das Gesetz haben. Nein, der Troll würde sofort wieder Randale machen, wenn er mich sieht. Besser, ich nehme den Hintereingang durch die Bibliothek. Dabei haben wir doch das super Gesetz. Betrachte Butterblume. Man könnte behaupten, sie sei keine sonderlich beeindruckende Begleitung. Andererseits, bisher hatte ich immer nur Cheep Cheep an meiner Seite. Wo steckt der überhaupt? Eigentlich müsste er genau jetzt auftauchen, weil sie das gerade jetzt gefragt hat, müsste er genau in diesem Augenblick auftauchen aus dem Nichts. So, dann würde ich sagen, wir gehen nochmal ganz kurz. Erstens, Freunde. Achso, die sind ja eh Zombies. Ich glaube, das Gesetz war eher aus eigenen Stücken. Das hier war Medaillon, das hier schwangere Elfen, Rauchen, vertrocknete Blätter. Wir gehen erstmal ein bisschen nach unten. Und erzähl mal was von dem neuen Gesetz. So, guck mal hier. Tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber du bist ein Verbrecher, Grump. Grump, nicht Verbrecher! Grump stehen hier ganz brav und verkaufen seltsame Dinge. Du trägst ein Medaillon und das ist bei Strafe verboten. Was steht da? Auf Anordnung der Ratsvorsitzenden. Ab sofort ist es jedermann verboten, magische Schutzmedaillons zu tragen, weil... Nun ja, ich brauche keinen Grund darum. Wer trotzdem mit einem solchen Medaillon erwischt wird, wird mit schwerer Verniedlichung nicht unter 6 Monaten bestraft. Nein!
Grump wollen kein kleines Mädchen mit Zöpfen werden. Müssen fliehen, Sloth. Nun ja, vielleicht kannst du die freundliche Vollzugshelferin bitten, ein Auge zuzudrücken. Wem seine Augen? Was er meint, Grump. Wenn es dir wirklich leid tut und du deinen Fehler einsiehst, dann muss die Tochter der Ratsvorsitzenden vielleicht gar nichts davon erfahren. Tut leid, tut sehr leid, sehr falsch. Ich muss allerdings das Medaillon konfiszieren, damit du nicht in Versuchung gerätst, es heimlich zu tragen. Konfiszieren, mitnehmen. Oh, klar. Juhu. Du kleine Mädchen, nicht sagen, ja? Grump wollen bleiben, Grump. Ich werd's für mich behalten. So, das Medaillon haben wir. Ich freue mich sehr. Mit dem Medaillon gehen wir wieder einmal zu Wilbur. Lalalala, lalalala. Wilbur? Ja? Also folgendes. Ich habe hier ein Medaillon für dich. Es zeigt einen Bannkreis. Ist es magisch? Nicht die Spur. Aber es zeigt das Symbol, das du irgendwie unter dem Geist auf den Boden malen musst, um ihn zu fangen. Okay, hab's. Danke. Ich weiß genau, was wir mit dem Medaillon machen werden. In Klammern Spiegel. So. Ich habe Erzmagier Alistair gerettet. Also den Frosch, von dem wir glauben, es ist der Erzmagier. Gut gemacht. Geht es ihm gut? Ja, er ist okay. Hat ein paar Schrammen und Kratzer abbekommen. Aber nicht, weil ich ihn ein paar Mal fallen gelassen habe, als ich zusammen mit einem Hippogreif gegen einen Troll gekämpft habe oder so. Ivo? Hm? Hast du mit einem Hippogreif gegen einen Troll gekämpft? Der Erzmagier ist jetzt in Sicherheit, okay? Das war erst mal alles. Bis später. Ich mag die, die ist sympathisch. So, ich wechsle auf Wilbur. Wilbur, Wilbur. Wir haben das Medaillon mit Bannsymbol. Das ist nicht das Bannsymbol, was die Bücher uns verraten haben. Die Bücher haben gesagt, ein Quadrat mit einem Kreis und einem Dreieck. Das hier ist doch... Ne, da hätte ich ja da... Also da... Ne, also sorry. So, egal. Wir gehen jetzt mal direkt wieder in die Höhle hinein. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum. Steige ins Loch hinab. So, mal gucken. Ich hoffe, wir kriegen das gewuppt. Wir... Also auf jeden Fall hat das... Medaillon eine schöne runde Form, die sich bestimmt super in einen Spiegel einpassen lässt. Warum erinnert mich der See an Long Dark? Ich weiß es gar nicht. So, da unten ist ja unser Freund. Der Remy, der schon seit Tagen hier unten liegt. So. Und wenn ich das Medaillon auf den Spiegel lege, dann könnte der Schatten... Ja! Geräuscheffekte. Es funktioniert. Der Geist kann den Bannkreis nicht verlassen. Schnell zu Remy. Genau. Dann befreien wir unseren kleinen Freund. Remy. Gute Idee. Mit dem Bannkreis, Wilbur. Aber er wird ihn nicht lange aufhalten. Richtig. Wir müssen schnell hier weg. Nein. Wett? Nein? Es ist zu spät, Wilbur. Die Falle ist vermutlich das Einzige, was mich noch zusammenhält. Der Heiltrank. Der Heiltrank. Nichts ist zu spät. Ein guter Heiltrank oder ein mächtiger Heilzauber und schon bist du wieder auf den Beinen. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit. Lass sie uns nicht mit unerfüllbaren Wünschen vergeuden. Ich habe herausgefunden, was es mit dem Zauberstab auf sich hat. Was ist mit diesem verdammten Zauberstab? Es gab zwei Brüder, mächtige Hexenmeister.
Sie haben mit Hilfe von dunklem Wissen viel Reichtum und Macht angehäuft. Sie haben geforscht und diesen Tempel entdeckt, wurde wahnsinnig und verließ die Stadt. Der andere wurde getötet von meinem Großvater. Remy. Kurz vor seinem Tod transferierte er all seine Macht in einen Zauberstab, auf das sie entfesselt werde, wenn ein Nachkomme seines Blutes den Stab in Händen hielte. Das heißt, die Kleine von Buren, die Rotzblage, ist ein Nachkomme. Aber warum hat der Stab geleuchtet, als Remy den damals geholt hat? Warum hat er dann angefangen zu leuchten? Remy ist ja auf gar keinen Fall ein Nachkomme, oder? Dann ist der böse Geist der Geist des Hexenmeisters, der umgekommen ist. Ich verstehe es immer noch nicht, warum ist mein Stab? Ja. Und der Hexenmeister bewacht immer noch seine Maschine. Als Geist. Nein. Mein Großvater muss zufällig auf den Hexenmeister gestoßen sein. Er erkannte dessen Plan und besiegte ihn. Er gab dafür sein Leben und verließ den Tempel nie wieder. Du meinst? Er bewachte den Zauberstab. Er wollte nicht, dass er jemals seinen Weg in die Hände eines Nachfahrens des Hexenmeisters findet. Doch dieser Ort ist böse, Wilbur. Er verändert Leute. Die Wand zwischen unserer Welt und der Kerkerdimension ist hier besonders dünn. Der Einfluss des Namenlosen stark. Ich glaube, er hat vergessen, wer er war. Er existiert nur noch, um den Stab zu beschützen. Also dafür, dass nur die Falle ihn gerade noch zusammenhält, quatscht er aber ganz schön viel. Der ist doch eigentlich vital. Du hast den Stab gefunden und mir gegeben. Aber ich verstehe immer noch nicht, wie... Die Hexenmeister waren im normalen Leben Kaufleute. Sie hießen Van Buren. Sibyl heiratete Montgomery Van Buren, den jüngsten Sohn des Hexers. In ihrer Tochter fließt das Blut der Van Burens. Der Stab hat sich im Unterricht zum ersten Mal seltsam verhalten. Er muss Chantals Nähe gespürt haben. Und als sie ihn in die Finger bekamen, erhielt sie damit all die geheime Macht ihres Großvaters, aber nicht sein Wissen. Ich mache jetzt mal das Erste. Wäre ich doch nur früher in dieses Loch hinabgestiegen. Wäre ich doch nur schneller auf die Insel gekommen. Du bist hier. Das zählt. Mein Tod wird nicht vergebend sein. Und ich habe in meinen letzten Minuten einen Freund an meiner Seite. Dafür danke ich dir. Ich kann nicht glauben, dass der hier sterben wird. Wir haben immerhin einen Heiltrank in Auftrag gegeben und auch oben schon nach Heilkünsten gefragt. Also der darf nicht sterben. Das geht einfach gar nicht. Außerdem ist er der Anführer der Ratten. Der darf nicht sterben. Das ist völlig unmöglich, dass der sterben wird. Völlig, das darf einfach nicht passieren. Wie kann man diesen verfluchten Stab vernichten? Das steht im Zauberbuch des zweiten Bruders. Er hat seine letzten Jahre geistig umnachtet im Düsterwald verbracht. Und der eine Bruder hat sich Möglichkeiten einfallen lassen, wie er die Macht des anderen brechen könnte, wenn es mal nötig werden würde? Ja. Du musst das Buch finden und den Zauberstab vernichten, Wilbur. Oh. Geh jetzt, mein Freund. Nein.
Der Widerstand braucht einen Anführer. Und ich kenne keinen größeren Kämpfer für das Gute als dich. Gib den hier Timmy. Pass bitte auf ihn auf. Was ist passiert? Wo ist Onkel Remy? Es tut mir so leid. Nein, aber... Du hast doch gesagt, du bringst ihn zurück. Ich hab's versucht. Oh Mann. Oh Mann. Alles bereit zum Aufbruch. Sie warten unten am Tor. In Ordnung. Und Timmy? Esther und Nate kümmern sich um ihn. Dann bist du dir also sicher? Ja. Im Düsterwald liegt der Schlüssel für die Zerstörung des Zauberstabs. Das hat Remy gesagt. Und sein Tod soll nicht umsonst gewesen sein. Nein, das soll er nicht. Ich weiß nur nicht, ob wir uns aufteilen sollten. Ich finde, wir waren ein verdammt gutes Team. Ich frage mich, ob wir ihm hätten einen Heiltrank bringen können, wenn wir vorher noch zu der Ollen gegangen wären. Aber ich glaube, das hätte, glaube ich, nicht funktioniert. Boah, hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass das passieren könnte. Kümmere du dich um den Erzmagier, während ich nach dem Buch suche. Van Buren kann uns nicht beiden hinterherjagen. Da hast du recht. Sie wird außer sich sein, wenn sie bemerkt, dass der Erzmagier weg ist. Hast du eine Idee, wie man ihn zurückverwandeln kann? Nicht die geringste. Aber ich weiß, wo ich es erfahre. Wie das? Ein Orakel hat es mir gesagt. Ich werde einem Freund helfen müssen und werde nicht wissen, was ich tun soll. Dann soll ich eine fliegende Pirateninsel suchen und auf ihr ein Gebäude ohne Ecken. Dann ist das dein Weg. Komm, Gulliver, lass uns nach Timmy sehen. Viel Glück und passt auf euch auf. Und wir sollten so viel Abstand wie möglich zwischen uns und Seefels bringen, bevor die alte Hexe was bemerkt. Also, Butterblume, wir suchen eine fliegende Pirateninsel. Dort wird es Antworten geben. Auf viele Fragen. Und vor allen Dingen auch viele Versteinerte, die da noch rumstehen. Cheep, da bist du ja endlich. Da ist er ja. Wir suchen eine fliegende Insel. Versuch dieses Mal mitzuhalten. Der Arme darf sich gar nicht ausruhen. Oh. Nanü? Ne. Schon faszinierend, wie man andere für sich arbeiten lassen kann, wenn man nur die richtige Nein, er. Deine Dienste werden nicht mehr benötigt. Du willst den Namenlosen zurück in diese Welt holen. Blödsinn. Nur ein Idiot oder Wahnsinniger würde so etwas versuchen. Und ich bin keines von beiden. Nee. Ich hab's gewusst, aber ich hab's nicht gewusst. Ich habe es gewusst und gleichzeitig nicht gewusst, dass das da passieren würde. Unfasslich. Unfasslich. Ich bin empört und begeistert gleichermaßen. Alter Schwede, wie lang die Kapitel gehen. Ich nehme jetzt gerade schon 4 Stunden auf. 4. Man glaubt's gar nicht.
Und das ist nicht die erste Aufnahme in diesem Kapitel. Alter Schwede, es spitzt sich zu. Wir reisen als nächstes in den Düsterwald. Und was Van Buren wohl sagen wird, wenn sie herausfindet, dass der Erzmagier hinfort ist und überhaupt alles hinfort ist und offenbar, naja, es sieht so aus, als könnten wir bald das Handwerk legen. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe, wir können den Magier befreien, den Erzmagier. Und ich hoffe, wir können dann vielleicht doch noch Remy retten. Der muss ja auch irgendwo unten in der Höhle sein. Was macht der denn die ganze Zeit? Aber wie krass war das denn? Und ich wusste doch, das kann nicht stimmen. Ich werde nur noch von dieser Falle zusammengehalten. Das war so klischee-mäßig aus dem Film. Ich konnte mir nicht vorstellen, ich hätte nicht gedacht, also ganz ehrlich, war ich doch baff. An der Stelle war ich doch baff. So, und dann, jetzt bin ich biff. Der aus Zurück in Zukunft. Nee, ich quatsch nicht mehr weiter. Ich sage nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Kapitel dieser ungeschriebenen Geschichte Nummer 2 oder natürlich auch gerne in einem anderen Let's Play. Jetzt erstmal wieder eine kleine Pause mit Book of Unwritten Tales, bis das nächste Kapitel rauskommt. Ist ja immer von Kapitel zu Kapitel, dauert es ja immer ein bisschen. Jetzt so während der Release-Phase. Wenn Leute später einschalten, dann ist das Kapitel wahrscheinlich schon längst da und durchgespielt und die Videos sind schon da. Für alle anderen, die das hier live gucken sozusagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, die aber noch ein bisschen auf sich warten lassen könnte. Dankeschön, tschüss.